Willkommen bei Pingaukulto, dem Shop für Spionageprodukte, spezialisiert auf Ohrstöpsel und Spionagekameras. Bevor wir mit der Produktbewertung beginnen, denken Sie daran, dass in der Produktbeschreibung. Sie können das Video zusätzlich zu den offiziellen Vertriebskanälen auch in anderen Sprachen ansehen. Mit weltweitem Versand, Kontaktmedien und sozialen Medien, die Wi-Fi Spy Camera Pro hat eine sehr kleine Größe, um es in jeder Stelle der Kleidung mit dem Stück zu verstecken. Der mitgelieferte Verschluss oder als Knopf ist so konzipiert, dass er mit Text auf Papier oder Bildschirm verwendet werden kann, dank der 90-Grad-Blickwinkel. Die variable Fokuseinstellung und die Full-HD-Qualität sind in einer breiten Farbpalette erhältlich. Drei Benutzungsmodi, der lokale Modus Aufnahme durch Einlegen einer Mikroskarte, der lokale Modus Aufnahme durch Einlegen einer Mikroskarte, der lokale Modus Aufnahme durch Einlegen einer Mikroskarte. Lokale Betrachtung mit direkter Verbindung zum von der Kamera erzeugten Wi-Fi oder Streaming-Video aus der Ferne und kann von jedem Ort der Welt mit Internetzugang angesehen werden. Boom! Remote Broadcasting erfordert den Anschluss an ein WLAN-Netzwerk eines Routers. WLAN-Routers. Das Mikrofon ist in den Laptop integriert oder das WLAN-Netzwerk, das mit dem Mobiltelefon über Mobile-Daten aufgebaut wird. Nachtsicht und hat eine Akkulaufzeit von etwa 4 Stunden, können Sie diese Kamera verwenden in Kombination mit den VIP Pro Super Mini oder Ultra Mini Ohrhörern durch das Induktionselement. Und kommunizieren Sie direkt über die VIP Pro Super Mini Ohrhöreranwendung mit einer Länge von 1,10 cm und einer Breite von 0,64 cm. Mit einem transparenten Faden zum Entfernen mit dem Finger oder einer Pinzette zu bedienen, verwendet eine Batterie des Typs 337, die je nach Lautstärke der Hörmuschel bis zu 4 Stunden Betriebszeit bietet. VIP Pro Ultra Mini hat eine ähnliche Größe von 1,08 cm Länge und 0,68 cm Breite. Die Entnahme erfolgt mit einer Entnahmestange, die am Pfahl magnetisiert ist, sodass wir immer. Die Hörmuschel muss in die Hörmuschel eingesetzt werden, bevor sie in das Ohr eingeführt wird, damit sie funktioniert. Eine Batterie des Typs 379 mit einer Autonomie von bis zu 4 Stunden, abhängig von der Lautstärke, die wir kennen. Diese Technologie scheint von einem anderen Planeten zu sein, denn die Wi-Fi Spy Camera Pro ist im Set enthalten. Mit integriertem Akku, 2 Tastensätzen, dem Befestigungsteil und einem USB-Ladegerät, wenn Sie sich für das VIP Pro Super Mini Ohrhörerset entscheiden, erhalten Sie es zusammen mit den beiden. Der VIP Pro Ultra Mini wird mit einer Abziehvorrichtung geliefert, um ihn zu entfernen, die auch zusammen mit dem tragbaren WLAN-Router erworben werden kann, um die Stabilität zu verbessern. Bevor Sie das Produkt verwenden, empfehlen wir Ihnen, zu prüfen, ob Sie ein Originalprodukt von Pingaukulto, indem Sie überprüfen, ob das Logo mit dem auf den Produkten übereinstimmt. Und den Kauf in einem offiziellen Vertriebskanal können Sie uns im Zweifelsfall konsultieren und vergessen Sie nicht. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Anleitung. Schalten Sie zuerst die Kamera ein. Durch einmaliges Drücken der ON-Taste wird geprüft, ob das blaue Licht aufleuchtet. Und nach ein paar Sekunden grünes Blinken. Wenn kein Licht abgegeben wird, schließen Sie die Kamera an die Last an. Mit einem Ladegerät von bis zu 5 Volt und 2 Ampere kann die Ladezeit bis zu 8 Stunden betragen. Nach einigen Minuten leuchtet die rote Ladelampe auf und erlischt, wenn das Gerät bereit ist. Vollständig aufgeladen im lokalen Nutzungsmodus erfordert eine Mikroskarte, nicht im Lieferumfang enthalten, mit bis zu 128 GB im FAT32-Format. Bevor Sie die Kamera einschalten, setzen Sie die Kamera in den Steckplatz ein und sie startet. Wenn Sie im nächsten Schritt die Kamera mit der Anwendung verbinden, können Sie folgende Informationen abrufen. Den Speicherstatus sowie weitere Einstellungen zur Konfiguration der Kamera mit der Anwendung müssen wir zunächst die Anwendung HD Kamera Pro installieren, die sowohl für Android als auch für iPhone müssen wir in der Anwendung alle erforderlichen Berechtigungen zulassen. Und dann müssen Sie sich mit dem Wi-Fi der Kamera mit dem Namen HW und 4 Zahlen verbinden oder Buchstaben verbunden sind, kann eine Warnung angezeigt werden, die darauf hinweist, dass das Netzwerk Wi-Fi hat keine Internetverbindung und wir müssen die Verbindung beim Öffnen der Anwendung aufrechterhalten. Und klicken Sie auf dieses Symbol, dann erscheint die Kamera und wir können das Live-Bild dieser Art von Bild sehen. Die Verbindung kann nur in einem Umkreis von 10 Metern um die angeschlossene Kamera hergestellt werden. Direkt mit dem WLAN der Kamera verbinden. Benötigt die Kamera im Fernbedienungsmodus ein Netzwerk Wi-Fi immer in der Nähe der Kamera zu übertragen, das Video in Echtzeit können wir konfigurieren. Die Kamera mit dem 2,4 GHz Wi-Fi-Netzwerk verbinden, das von einem Router oder einem tragbaren Wi-Fi-Router erzeugt wird. Dazu müssen wir das 2,4 GHz WLAN-Netz auswählen, das wir normalerweise verwenden. Einen kürzeren WLAN-Netznamen ohne Begriffe wie Plus oder 5G haben und die Wiederverbindung ermöglichen. Automatisch, wenn das WLAN-Netz von einem Mobiltelefon erstellt wird, denken Sie daran, dass Sie 2. Das Mobiltelefon A fungiert als Router, der das WLAN-Netz mit Hilfe von Mobilfunkdaten aufbaut. Und Handy B wird zum Einrichten der Kamera verwendet. Wenn Handy A, auf dem wir die Wi-Fi-Netzwerk ist das iPhone, das wir auswählen müssen, wenn die Option Kompatibilität maximierend erscheint. In den persönlichen Hotspot-Einstellungen und deaktivieren Sie die Energiesparfunktion in Android. Müssen wir die gemeinsame Nutzung der Verbindung auf das 2,4 GHz Band einstellen und die automatische
automatische Deaktivierungsfunktionen des Wi-Fi-Netzwerks auf dem Mobiltelefon. B. Öffnen Sie die Anwendung und klicken Sie auf das und in der oberen rechten Ecke und wählen Sie dann Equipment AP Distribution Network, Pulsar in, Start Connecting, Y-Despo-SN, Next. Sie nur, wenn nichts passiert oder eine Fehlermeldung erscheint, müssen wir überprüfen, ob wir mit dem Wi-Fi von der Kamera, dass wir alle Berechtigungen erteilt haben, und starten Sie das Handy neu. Klicken Sie auf Wi-Fi-List und wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, mit dem die Kamera verbunden werden soll, und geben Sie das Passwort des Wi-Fi-Netzwerks. Wenn wir überprüft haben, dass das Passwort richtig ist, drücken wir auf Configure Wi-Fi. Und dann auf Suche wird ein Countdown gestartet. In diesem Schritt wird die Kamera. Es wird neu gestartet, indem das WLAN-Netz, das mit HW beginnt, und das Mobiltelefon, von dem aus wir es konfigurieren, ausgeschaltet werden. Die Kamera muss mit einem anderen WLAN oder einem mobilen Datengerät mit Internetanschluss verbunden sein, um den Vorgang zu beenden. Die Kameralichten blinken grün und blau. Wenn die Einstellungen korrekt sind während der Suche nach dem WLAN-Netzwerk und bleibt fest, wenn es mit dem Netzwerk verbunden ist. Wi-Fi wird der Timer vorzeitig beendet. Schließlich klicken Sie auf dem Startbildschirm auf der Kamera und legen Sie ein Passwort fest, indem Sie es in den beiden Feldern in der Anwendung wiederholen. Überprüfen Sie den Ladezustand. Hören Sie, was das Mikrofon der Kamera aufnimmt und vieles mehr. Dieses Kameramodell verfügt über eine variable Schärfeeinstellung, sodass es sich eine bestimmte Entfernung, die wir durch Drehen des Objektivs im Uhrzeigersinn von. Im Uhrzeigersinn können wir den Fokus wegbewegen und gegen den Uhrzeigersinn können wir den Fokus zurück zum. Wenn wir das Objektiv zu stark drehen, wird es unscharf und wir können nicht mehr scharf stellen. Sie müssen die Kamera in die entgegengesetzte Richtung drehen. Wenn Sie die Kamera aufstellen, automatisch wieder mit dem WLAN verbindet. Wenn Sie es einschalten, ist es sehr wichtig, dass Sie das Gerät nicht einschalten. Kamera, ohne dass das WLAN in der Nähe und aktiv ist. Oder nach ein paar Minuten kann es dekonfiguriert werden. Um die Kamera freizugeben, klicken Sie auf dieses Symbol auf dem Hauptbildschirm und geben Sie sie frei. Den generierten QR-Code, dann müssen wir von dem anderen Mobiltelefon aus die Anwendung öffnen. Und klicken Sie auf das und in der oberen rechten Ecke. Dann wählen Sie das letzte Option, Handy-Scan-QR-Code-Freigabe zum Hinzufügen. Scannen Sie den QR-Code oder wählen Sie ihn in der Galerie. Gibt das Passwort ein, das der Kamera bei der ersten Ansicht zugewiesen wurde, und klicken Sie auf Sicher. Denken Sie daran, dass bei diesem Schritt die Kamera eingeschaltet und angeschlossen sein muss, mit dem WLAN-Netzwerk verbunden, für das es konfiguriert wurde, so dass die Lichter grün und blau leuchten sollten. Klicken Sie dann auf das Kamerasymbol, um das Live-Bild zu sehen, das Sie als Live-Bild verwenden können. Die Vipro-Hörmuschel, den Deckel der Hörmuschel abschrauben. Die Batterie mit Pluspol, Plus, einlegen. Nach oben und schrauben Sie den Deckel auf. Denken Sie immer daran, die Batterie in den VIP-Pro einzulegen. Ultramini, bevor Sie es in das Ohr einführen, damit es entfernt werden kann, wenn die Hörmuschel nahe an das Ohr gebracht wird. VIP-Pro an das Ohr mit der Batterie im Inneren, hören wir ein ähnliches Geräusch wie bei einem Radio, ohne dass Tuning eingeschaltet ist und läuft. Wenn der Ton sehr laut und flatterhaft ist. Biene, müssen wir die Feder im Inneren der Biene etwas verlängern und die Feder wieder in die Biene einführen. Die Batterie, indem Sie die Kappe richtig aufschrauben, wenn die Hörmuschel in das Ohr eingesetzt ist, können wir kommunizieren, indem wir das Mikrofonsymbol in der Anwendung drücken und halten. Und in das Mikrofon des Mobiltelefons zu sprechen, muss sich das weiße Spulenelement zwischen dem Hals und der und Brust, und wir können die Lautstärke anpassen, indem wir es näher oder weiter weg bewegen, wenn wir nichts hören können durch. Halten Sie das Mikrofonsymbol gedrückt, während Sie sprechen, und starten Sie das Gerät neu. Die Anwendung und das Mobiltelefon, deinstallieren Sie die Anwendung auf dem Mobiltelefon A, das das Netzwerk erstellt. Wi-Fi und nicht von Handy B aus mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbinden, mit dem die Kamera verbunden ist. Wenn das Bild abgehackt ist, überprüfen Sie die WLAN-Verbindung, mit der Sie das Gerät verbunden haben. Kamera, die einen Geschwindigkeitstest durchführt, und auch die Internetverbindung des Mobiltelefons. Das der Kamera empfehlen wir Werte von mindestens 5 MB Upload und Download auf die VIP Pro Super Mini Hörmuschel kann durch Ziehen am transparenten Faden mit dem Finger entfernt werden. Oder einer Klemme und dem VIP Pro Ultra Mini mit der ausziehbaren Stange, die am Akku des im Inneren der Hörmuschel nicht vergessen, die Hörmuschel mit Wasser oder Isopropylalkohol zu reinigen. Schalten Sie die Kamera nach dem Gebrauch aus, indem Sie die Ein-Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis alle Lichter erlöschen, und nehmen Sie die Batterie aus dem VIP Pro Ohrhörer heraus, um zu vermeiden, dass, um es zu verstopfen und leiser zu machen, reinigen Sie vorsichtig die Löcher in der Hörmuschel. VIP Pro mit einer Nadel oder einem Stift. Thank you.
Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, können Sie uns unter einer der folgenden Adressen erreichen. Kontakt bedeutet, dass Sie in der Beschreibung oder auf unserer Website zu sehen. Denken Sie daran, sie nach ethischen Gesichtspunkten und in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zu verwenden.